Willkommen zurück zu Zelda Twilight Princess. Wir haben im letzten Part, ja, schon mit dem Zeitschrein halt angefangen. Und auch schon ein bisschen was geschafft, würde ich sagen. Wir benutzen jetzt den kleinen Schlüssel hier und schauen uns mal weiter um. Da ist eine komische leuchtende... ein leuchtender Kristall. Ich würde fast sagen, der wartet nur darauf, von meinem Schwert getroffen zu werden. Jo. Genau wie er nur darauf wartet, von meinem Bogen, von meinem Pfeil, penetriert zu werden. Ja. Das findest du gut, ne? Oh, komm mir nicht mit den blöden Rubinen. Ich muss echt mal irgendwie zusehen. Na gut, das macht ja nichts. Da kommen wir nicht hoch. Das liegt wahrscheinlich... jetzt mal ernsthaft. Also Leute, jetzt mal wirklich ohne Spaß. Ihr seid Link. Und ihr seht das hier. Und ihr seht, wie groß Link ist. Und ihr seht, wie groß dieses Loch ist. Und ihr seht diese nicht ganz so scharfen Kanten da. Würdet ihr da durchklettern? Ich denke, ihr würdet da durchklettern. Ich auch. Nicht? Doch. Ich wollte schon sagen, ich muss das doch bestimmt treffen. Es ist doch so... ah, nee, das gefällt mir nicht. Wenn da solche fetten Löcher sind und er geht da einfach nicht durch. Das macht keinen Sinn. Es muss ja auch so viel Sinn machen, Chris. Es muss so viel Sinn machen. Nee, aber minimal Sinn wäre schon cool. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ach, jetzt weiß ich auch, wofür die Löcher sind. Cool, cool, cool. Aber trotzdem könnte er da auch durchklettern. Es wäre vielleicht da. So, da müssen wir es wahrscheinlich gleich nochmal umändern. Wir haben noch nicht mal gesehen, wie der mal geschossen hat. Kann das sein? Weil ich einfach so vorsorglich bin. Ich habe einfach Angst vor diesen Teilen. Schon allein durch Skyward Sword als letztes habe ich einen gesunden Respekt. Und da ich ja zurzeit auch bei Cornel das gute Spiel A Link to the Past gucke oder geguckt habe und gesehen habe, was er für Probleme mit den Typen hat. Also das ist ja der Wahnsinn. Wie man überhaupt so viele Probleme in diesem Spiel, in einem Zelda-Spiel haben kann, ist schon... ist ganz lustig. Naja, egal. So. Dem, 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 dem. Jetzt ein gezielter Schuss. Wow. Ich sollte in einen Schützenverein gehen und werde sofort Schützenkönig. Klar. Ich war noch nie auf einem... ich war einmal auf so einem Schützenfest. Aber das ist auch schon lange her. Und ich habe auch irgendwie kein großes Interesse daran, mal wieder auf sowas zu gehen. Ja, muss ich leider gestehen. Das Einzige, was ich da haben wollen würde, wäre Gyros. Apropos Gyros, ich habe Bock auf Gyros. Und ich glaube, ich werde mir heute Gyros holen. Mega Bock. Aber mal schauen, wie es dann nachher wieder mit der Faulheit aussieht. Also das Einzige, was mich aufhalten kann, ist tatsächlich meine Faulheit. Na, Luft anhalten und zielen. Daneben. Ja, warum kann ich sowas so schlecht? Keine Ahnung. Das mit dem Zielen, Remote. Naja. La 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 la, du bist dran. Sobald ich mein Schild raushole. Oh, der da ist gefährlich. Lässt sich aber von hinten auch ganz gut besiegen. Ja, okay, aber irre gefährlich. Ich mach mir in die Hose vor Angst. Wahnsinn! So, aber... wahrscheinlich jetzt hier nochmal drauf schießen, oder? Alles andere wäre ja sinnfrei. Ja. Ich vermute aber leider, dass dieses Schieberätsel... machen wir nach da. Du sollst rundherum. Okay. Nicht? Ah. Dann hatte ich vorhin irgendwie Glück, ihn zu treffen. Mann, Link! Mach doch mal! Oh Gott. Okay, ich weiß nicht genau, wie ich ihn besiegen muss, aber es scheint einfach so zu klappen. Wir werden sehen. Gut, was wollte ich denn jetzt? Wo war ich denn gerade stehen geblieben? Hatte ich irgendwas erzählt oder wollte ich was erzählen? Ach, bestimmt nichts Wichtiges.
Okay, weiter geht's. Ach genau, ich habe Angst, dass diese Verschieberätsel doch noch ziemlich schwierig werden könnten. Ihr seht schon diese Glocken. Die sind für unseren Rückweg später enormst wichtig. Die Leute, die den Tempel kennen, wissen natürlich Bescheid. Alle anderen werden sich jetzt fragen, was kann denn mit den Glocken sein? Die werden auf jeden Fall noch Leute. Alle. Alle. Okay. Mach doch deine blöde Attacke, Link. Na komm, nein, wir gehen hier so durch und hilft ja nichts. Hilft ja alles nichts. Okay, die sind schon irgendwie nervig. Vor allen Dingen sind verflucht viele. Die großen ekligen, obwohl die kleinen sind auch verdammt eklig, oder? Was meint ihr? Also so Käferkram? Bah. Nee, gar nicht. Gar nicht. Also alles, was so viele Beine hat und kriecht und was man theoretisch zu Hause sehen könnte. Ich sag euch, wenn ich so ein großes Tier, so einen großen Käfer bei mir zu Hause sehen würde, boah, ich würde wahrscheinlich tot umfallen. Ich würde in Tränen ausbrechen. Keine Ahnung. Das könnte ich nicht haben. Hört es dann wirklich auf. Oh mein Gott, jetzt. Es ist wieder einfach nur elendiges Hinauszögern. Ich dachte gerade alles umsonst, aber da ist noch einer. Ach komm, Mann hier. Jetzt gib mir schon meine Truhe. Wusste ich's doch. Es war doch klar. Es ist doch schon die ganze Zeit so. Von daher, Gegner besiegen, Truhe abkassieren. Was kann da denn jetzt drin sein? Kann eigentlich nur ein kleiner Schlüssel sein, oder? Gib mir den Schlüssel. Ugh. Serious? Ich habe das jetzt für 50 Rubine, die ich nicht tragen kann, gemacht. Ich hätte mir das sparen können. Okay. Ist denn überhaupt sonst noch was Interessantes? War ich da oben? War ich da? Nee, ich muss nach oben. Hier geht's weiter. Ah, ich erinnere mich. Dunkel. So, wir sehen schon, jetzt ist hier... Das ist scheiße. Und wenn ich den jetzt hier überwerfe, dann ist, glaube ich, auch scheiße. Nö. Keine Ahnung. Ich überlege gerade, ob das wirklich so... Oder ob ich noch woanders dadurch hinkommen kann. Oder ob nochmal sowas kommt, weil ich meine eigentlich, dass man irgendwo... mal solche Teile suchen muss, um die dann alle da drauf zu stellen. Also diese kleinen Gewichte. Aber... ja. Das war Skill. Habt ihr gemerkt, ne? Ah. Ja, hier lang. Ist doch kein Ding. Das sind einige. Ey, die wurden platt gemacht. Die wurden platt gemacht. Ihr lebt gar nicht mehr. Ihr lebt alle gar nicht mehr. Ach, rüber. Nein, was? Nicht rüberrollen? Ach, ich wollte da eben schnell rüberrollen, wisst ihr? Jetzt aber ein kleiner Schlüssel. Na, endlich mal ein kleiner Schlüssel. Ich habe zwar keine Ahnung, wo eine verschlossene Tür ist, aber das ist ja eine Nebensache. Ach, komm. Ja, ja, ich glaube genauso. Ich glaube genauso geht's am besten. Ja. Das sieht mir ziemlich richtig aus, wie ich das tue. Was ich aber gut finde bis jetzt ist, dass dieser Tempel doch... Der ist bis jetzt wirklich sehr geradlinig, oder? Es geht ja eigentlich immer nur schön geradeaus. Ich kann mich nicht verlaufen und so. Was willst du mehr? Viel mehr kann man eigentlich in so einem Tempel nicht verlangen. Und die Gradlinigen sind mir eigentlich auch wirklich immer die Liebsten. Das war schon immer so. Kamina of Time, der Feuertempel, der zweite. Da, der geht ja auch eigentlich nur stumpfsinnig geradeaus. Und ja, ganz, das ist ein ganz toller Tempel. Und die Tempel in Skyward Sword sind ja auch alle eigentlich ziemlich cool. Da die auch schön, schön geradeaus sind. Ja, da ist schon der erste. Ich habe aber keinen Bock, gegen die zu kämpfen, während die kleinen blöden Scheißbücher hier
da rumhampeln. Und da kommt schon die Truhe. Cool. Noch eine große Truhe. Wahnsinn. Du brauchst nicht glauben, dass du mir entkommst. Ja, schon down. Hallo. Geh an. Du willst mir wehtun, du willst mir wehtun, du kannst mir gar nicht wehtun. Ey, so ist ja viel leichter. Ich hab's mir ja die ganze Zeit voll schwer gemacht. Du bist voll lahm. Guck mal. Ja, ey, komm, ich hau doch da andauernd drauf. Das ist aber mal gut hier. Ich lass mal ein paar Herzen. Natürlich nicht. Glocke. Offen. Mhm. Ich brauche mehr Herzchen. So, da habt ihr das Geräusch gehört, wenn meine Flasche aufploppt. Das passiert so verdammt oft und auch manchmal nachts, ey. Ich kriege hier einen Herzinfarkt. Ach nee. I hate it. Ah, immer diese blöden... Naja. Egal, hier geht's ja weiter. Ist also nicht das Problem. So, das sieht mir jetzt aber wirklich nach Zwischenboss aus. Oh ja, dunkler Raum und so, alles klar. Ich habe echt keine Ahnung, wie der Zwischenboss hier aussehen könnte. Oder ist das so ein großer Ritter vielleicht? Das könnte ich mir noch vorstellen. Alles andere, keine Ahnung. Das ist aber nicht der Gegner, oder? Ne, es ist tatsächlich ein großer Ritter. Ein schwarzer Ritter, ein böser schwarzer Ritter. Was glaubt ihr, Leute? Habe ich eine Chance? Ich habe keine Fee oder so ein Mist, ne? Ich glaube ja, dass ich so rum muss. Habe ich so das Gefühl. Nee. Okay, oder so. Wenn er schlägt. Na komm, hau zu. Hau zu, los. Nee, keine Ahnung. Wie geht der? Wie geht der? Leute, wie geht der? Okay, jetzt habe ich mal getroffen, aber ich weiß nicht genau, warum. Er hat jetzt... Nee, so aber auch nicht. Hä? Und wann soll ich zuschlagen? Okay, ja. Okay, ich muss nur ganz knapp ausweichen, oder wie? Gut, okay. Scheint. Irgendwo logisch zu sein, aber... Na gut, wenn die Rüstung weg ist, läuft die Sache. Mist. Tacken zu spät. Also ihr seht schon, das muss man wirklich, wirklich sehr knapp. Ja, bam. Und tschüss, Mann. Oh, jetzt ist er aber sauer. Jetzt ist er aber beweglicher, nehme ich an. Und nu? Oh, ein Kurzschwert. Oder ist das ein Kurzschwert? Ein Dolch? Oder ein Degen? Keine Ahnung. Kennt sich damit jemand aus? Okay, aus irgendeinem Grund habe ich ihn getroffen. Ich weiß aber nicht warum. Okay, wildes Rumschlagen ist hier, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Ich denke, das hätte man schlechter machen können. Doch, bin ich mir fast sicher. So, erstmal volle Energie holen. Gibt es hier vielleicht auch noch eine Fee? Wer weiß. Können wir mal kurz gucken. So viel Zeit muss einfach sein, Leute. Wenn ich eine Fee krallen könnte, dann wäre das ja schon eine ganz tolle Sache. Das Dungeon-Item.
Du hältst den Kopierstab. Mit diesem Stab hauchst du steinernen Statuen Leben ein. Öffne mit Hilfe von Minus den Itembildschirm und leg ihn auf B. Ja, ja, ja. So, Leute, das werden wir aber leider erst im nächsten Part machen. Bis dann und ciao.